Es ist früh am Morgen und ich bin gerade aufgestanden. Und der Plan heute ist tatsächlich, dass ich mich in eine der Höhlen runterwage, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf meinen Jungen zu finden. Die Blumen lasse ich mal noch schön weiterwachsen, ich hoffe. Ja. Nichts drin, Mist. Ich hoffe, da oben ist noch ein bisschen Wasser in dem Auffangbehälter, dass ich mir was mitnehmen kann. So. Sehr schön. Ich habe zwar keine wirkliche Rüstung mehr, aber ansonsten ordentlich. Hier wächst so langsam alles wieder zu. Vielleicht sollte ich die überschüssigen Stöcke hier noch wegmachen, bevor hier sich Bäume bilden oder so. Ich könnte mir doch hier zum Beispiel... Und mal... Ja, so ein Ding. Ein Waffenständer, der würde sich doch hier ganz gut machen. Und dann hier müsste ich mir vielleicht nochmal eine Plattform hinbauen, damit ich dann nicht immer mit den nassen Füßen drin stehe. Das Ding benutze ich ja eh nicht mehr. Okay, jetzt aber los. In der Hoffnung, dass sie mir nicht auflauern, da in den ganzen Horden. Ich muss endlich ein Zeichen von Tim finden. Das wahrscheinlich geht das nur in diesen Höhlen. Ein paar Bären nehme ich mir noch mit, einfach aus Sicherheit. Dass ich ein paar Vorräte habe. Ich höre hier schon wieder getrampelt, hier werden Krokodile rumlaufen. Wow, da hat eins noch hier geschnappt. Und ich hab's nicht mal gesehen. So, jetzt muss ich nur noch den Zugang zu dieser Höhle finden. Das war hier irgendwo. Ganz so weit oben war es nicht, aber irgendwie hier am Rand weiter und dann mal die Keule in die Hand nehmen. Also irgendwie war mir zumindest so, dass hier irgendwo dieser Höhleneingang war. Ist doch weiter mehr hier drüben. Hier. Hier ist das Loch. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Geht auf jeden Fall ganz schön tief runter.
Das ist ziemlich groß, aber hier ist kein Seil oder so. Irgendwo anders weiter. Ah, verdammt. Ah. Ah. Für ein bisschen Medizin. Oh. Verdammt nochmal. Das war echt ein bisschen ungünstig. Da ist das Seil, was hier wahrscheinlich mal hing. Da. Nichts, es glänzt nur. Hier sind Riegel. Müsli-Riegel. Mich hier vielleicht mit diesem Schlamm irgendwie einreiben? Fehlt ein Seil. Kann ich mir ein Kletterseil bauen? Was da irgendwie anbringen kann? Geht das? Nee, hier müsste ich Kletterhaken verwenden, um weiterzukommen. Okay, das bringt mir nichts. Okay, ich wärme mich lieber erstmal ein bisschen auf hier. Autsch. Das war zu viel des Guten. Was ist denn das hier für ein Stoff eigentlich? Da hängt doch was. Decke. Noch mehr. Und was sind das hier für Einschläge?
Tja, wie dem auch sei, ich komme hier nicht weiter. Ohne Kletterausrüstung. Vielleicht kann ich mal... Ja, ich brauche irgendwie eine Fackel oder so. Mist. Also noch mehr Riegel. Und der Stoff da vorhin, kann das von Timmy gewesen sein? Haben sie ihn hier lang gebracht? Da muss ich einen Weg finden, wie ich da irgendwie raufklettern kann. Ich muss Kletterausrüstung finden. Es bleibt jetzt noch das Problem, wie komme ich aus dieser verdammten Höhle wieder raus? Sauerstoffflasche. Ich habe tatsächlich eine Sauerstoffflasche gefunden. Bleib bloß weg von mir, du hässlicher. Die sind doch total wahnsinnig. Vielleicht kann ich dem da hinten einen netten Gruß da lassen. Was ist da denn schief gegangen gerade?
Ist der schon tot? Wahnsinnigen. Was für eine Hölle. Ich habe doch in meinem Leben noch niemanden umgebracht. Und das sind doch auch irgendwie Menschen. Sollte man zumindest denken. Oh, was ist das denn? Was ist das da unten? Vielarmige Kreatur. Ich muss hier irgendwie ungesehen raus aus dieser Höhle. Ist da unten Wasser? Es glitzert so, aber ich kann es nicht sagen. Ich kann hier nicht einfach in die Dunkelheit springen. Seile. Aber die gehen nach unten. Nach unten will ich nicht. Monster! Oh. Oh Gott! Ich lebe noch. Aus irgendeinem Grund lebe ich noch. Teilstück dieser Höhle wahrscheinlich. Dann bin ich wahrscheinlich wieder im Dorf oder so.
Alkohol. Hier nicht noch weiter. Ich habe eine Höhlenkarte gefunden. Und noch einen Kompass. Unterirdischer Fluss. Da ist schon wieder so einer. Mir ganz schön einen beigebogen. Geld rum ohne Ende. Warum auch immer Geld? Ganze Gruppe von denen. Vielleicht komme ich hier irgendwie schneller raus. Oder auch gar nicht. Heiliger Strohsack. Ich habe sowas wie ein Dorf gefunden.
ist auf jeden Fall der falsche Ort raus. Falscher Weg. Das hat Eindruck hinterlassen. Was ist denn das hier? Hier ist erstmal wieder ein Kletterseil, aber es geht wieder tiefer. Und so eine Art Rettungswesten. Ein Helm? Vielleicht von einem Höhlenforscher oder so? Eine Menge Geld, aber das bringt mir auch nichts. Wir gehen nicht auf. Unglaublich groß sind denn diese Höhlen. Hier hängt irgendwie alles zusammen. Alles voller Seile, das ist ein Lager. Guck dir das an. Das war nicht der Plan. Was essen. So viele Seile und die kann ich doch so gut gebrauchen. Die passen nicht mehr in die Tasche. Wie sieht's denn aus? Karte ist hier irgendwo ein Ausgang.
Ja, aber der geht doch nach unten. Da sieht es also aus, als ob hier ein Höhlenausgang wirklich wäre. Stammeszeichen. Okay, hier war ich noch nicht lang gekommen. Tatsache, hier geht's raus. Das ist ein Foto von einem Teddybären. Mal wissen, wo ich hier bin. Das lässt sich das Feuer mal lieber aus. Das freie Feld, ja. Klingt nicht nur so nach einer unbedingt guten Idee, aber... keine andere Wahl. Gut, dass ich die Bären habe. Ich bin wieder am... ach, hier, okay. Boah, die Höhle hat mich ganz schön weit geführt. Ich habe zwar nicht das Entscheidende gefunden, aber was für seltsame... wieder natürliche Kreaturen da drin hausen. Unglaublich. Hoffen, dass ich sicher in mein Lager komme. Da muss ich mir überlegen, wie ich von da aus weitermache. Tiefste Nacht. Ich kann hoffen, dass jetzt keine draußen rumlaufen gerade. Habe ich schon eindeutig entscheidende Teile dieser Höhlen erforschen können.
Okay, sieht gut aus. Leider war es sehr, sehr dunkel heute. Ich bin jedenfalls einfach nur froh, dass ich das jetzt überlebt habe. Was für Schrecken. Ja, diese vielarmige Kreatur, was war das nur? Ich muss Tim finden. Ich werde es herausfinden. Vielleicht nächstes Mal.